als das Fernsehen an diesem Typen. Ja, gestern. Herzlich willkommen zu Beste der Woche! Wir sind heute auf der Comic Innovation, das ist Anna vom Finanzamt und wir zeigen euch heute, was da so abgeht. Co-organizer of the Comic Invasion Berlin. Here we are making the fourth edition of Berliner Autor, which means are not all German people because it's Berlin, so there are people of all over the world, Spanish, South American, Französisch. I don't know, I speak in English or in German. Egal. Egal, das ist aber toll. Ja, aber, kann man sich auch bewerben? Ja, meistens musst du schreiben am comicsinvasion@gmail.com. Für das Moment, die große ist wirklich ideal. Wir haben 35 Personen und ein Event pro Stunde. Bon, die Platz ist auch super cool, das ist in Urbaspe, das ist diese riesige Platz am RAW in Friedrichshain. So, wir haben viel Glück mit Wetter und es gibt viele Leute, die sehen, es gibt viele Leute, so das muss nett sein. Ja, das ist es, das ist es. Okay, hello, I'm Realcy. Like, I'm working here with my friend Otobal, and we're like presenting the monthly workshop we're doing. It's called Make Your Own Sign. It happens here in Urban Street once a month, and we're like teaching people the basic of letters and like the basic rules of typography and so on. And hopefully at the end of the day, you like go home with your own sign. And so on. That's Josh. I didn't hear you come in. I'm just reading some awesome comics that I made. It's caffeinated toothpaste, and we're in Berlin, the home of independent comics. Yay! Can I stop? Yes, we can stop. No, stay. Stay that way. You need to stay that way. Comics are great because they give you something to do when all you can do is draw and make stories. But that's a lot. Yeah, that's true. Comics have given me purpose in life. And by telling my own stories through comics, I've come to appreciate them even more. And Berlin is, in my opinion, really the best city for them. There's so many people making comics here. Look at them all. Kreativ. Ich hoffe, ihr konntet euch auch ein bisschen inspirieren lassen und habt das nächste Mal auch Lust, auf die Comic Invasion zu kommen, denn nächstes Jahr gibt es bestimmt auch wieder eine. Yeah.
her? Schreibt uns doch unten in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Indie-Comic? Heute wird es mal ein bisschen schwierig und folgt uns gerne überall hin, Instagram, Twitter, Facebook. Und vergesst nicht zu abonnieren, denn dann bekommt ein Einhorn seine Flügel. Yay! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.